Also die Bürgerversammlung ist entstanden aus der Erfahrung heraus, dass in den letzten Monaten und man kann fast sagen in den letzten 2 Jahren das Thema Steeler Jungs sehr präsent hier im Stadtteil ist. Es gibt seit Monaten die unterschiedlichsten Aktionen im Zusammenhang mit dem Auftreten der Steeler Jungs. Die Tage oder Nachmittage, an denen die Steeler Jungs durch den Stadtteil gehen, prägen schon die Atmosphäre und es ist eine bedrückende Atmosphäre. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man da 60, 80 schwarz gekleidete Menschen überwiegend männlichen Geschlechts durch den Stadtteil gehen sieht, das ist schon, wirkt schon bedrohlich, obwohl sie nicht bedrohlich sich äußern oder agieren. Aber allein die Tatsache eines solchen Blocks hier im Stadtteil ist bedrohlich, empfinde ich. Es wurde immer deutlicher, wir müssen miteinander reden, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, wir müssen alle Bürgerinnen und Bürger ins Boot bekommen und die Gelegenheit geben, sich zu äußern. Und in dem Zusammenhang wurde mit vielen Playern hier im Stadtteil gemeinsam überlegt, wie können wir eine solche Versammlung auf die Beine bringen, wer wird alles einladen und dafür stehen. Und jetzt wird es am 13. Februar stattfinden. Die Bürgerversammlung ist wichtig, weil die Meinungen sehr weit auseinandergehen hier im Stadtteil. Die Überlegung, wie können wir umgehen mit der Situation, wird nicht einhellig beantwortet und kann auch nicht einhellig beantwortet werden. Also die Meinungen gehen auseinander. Sollen es Demonstrationen sein? Sollen es Kundgebungen sein? In welcher Form sollen die Kundgebungen ablaufen? Und wir haben gemerkt, wir müssen zusammen an einem Tisch oder in einem Raum sein und die Gelegenheit geben, auch unterschiedliche Meinungen ihnen Raum zu geben. Die evangelische Kirche hat sich von Anfang an mit eingebracht in die Aktionen auch des Bündnisses Steele bleibt bunt. Das ist ein Bürgerbündnis hier im Stadtteil, das sich zum Ziel gesetzt hat, wir wollen nicht einfach nur zusehen, wenn die Steeler Jungs donnerstags oder dienstags durch den Stadtteil marschieren. Wir wollen uns dagegen deutlich aussprechen und positionieren. Und wir haben in der Kirchengemeinde das intensiv diskutiert, auch im Gemeinderat, im Presbyterium. Dort sind wir nicht einhelliger Meinung, aber mehrheitlich deutlich der Auffassung, wir wollen da nicht schweigen, sondern wir möchten auch Flagge zeigen und uns positionieren. Es wird um 2 Dinge im Wesentlichen gehen. Einmal wird es darum gehen, zu informieren, wie ist die Situation im Stadtteil, wer sind die Steeler Jungs, welche Aktionsformen sind bisher gefahren worden, also eine breite Information. Dann wird es darum gehen, unterschiedliche Statements und Meinungen zu hören. Es wird ein Podium geben, auf dem 5 verschiedene Menschen ihre Sicht der Dinge darstellen. Und dann soll vor allen Dingen natürlich auch die Gelegenheit gegeben werden, aus dem Publikum heraus Fragen zu stellen, sich zu äußern, also die eigene Meinung sagen zu können. Ich lade sehr dazu ein, an dieser Bürgerversammlung teilzunehmen, sich zu informieren, wie ist die Situation hier im Stadtteil, auch die Gelegenheit zu ergreifen, die eigene Meinung kundzutun, Fragen zu stellen und den Menschen auf dem Podium zuzuhören. Also ein Fragen und Hören und sich austauschen, das ist Sinn dieser Bürgerversammlung.